Der Pflegewegweiser. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Betreutes Wohnzimmer. Diese Woche habe ich ein Interview mit der lieben Lena für euch. Lena ist etwas passiert, das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten. Lena ist in Bolivien von einem Blitz getroffen worden. Wie das passieren konnte und wie Lena damit umgeht, wie es ihr heute geht, das alles erfahrt ihr in unserem Podcast. Wenn ihr auch Hilfe im Thema Pflege braucht, beispielsweise eine 24-Stunden-Pflegekraft, ruft gerne unter unserer kostenlosen Hotline 0800 123 0401 an oder schaut auf unserem Schwesternportal www.1acare.de vorbei. Wir helfen euch gerne weiter. Alle Informationen findet ihr aber auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch der Podcast gefällt, schaut auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Der Pflegewegweiser vorbei. Dort findet ihr weitere spannende Videos rund ums Thema Pflege. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Lena, schön, dass du heute bei uns bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Wie geht's dir denn momentan so? Ja, also ich sag mal so, mein Leben ist immer noch relativ stressig, weil ich studiere jetzt endlich zum Glück, habe aber trotzdem noch total viel Krankenhaus, Reha und Therapie. Und ja, dann manchmal ist es schwierig, unter einen Hut zu bringen, noch mit Ehrenamt. Aber momentan habe ich so ein kleines Tief. Generell geht es mir aber schon ganz gut. Okay, na immerhin. Und jetzt wird das Wetter auch wieder besser. Dann geht es einem ja eh immer ein bisschen besser gleich, wenn die Sonne scheint. Das tut einfach gut. Lena, du wurdest vom Blitz getroffen. Was weißt du dazu noch? Was kannst du uns dazu erzählen? Was möchtest du erzählen? Das ist ja, ich schätze mal, es ist seltener als im Lotto zu gewinnen. Also so kommt es mir zumindest vor. Und dir ist das passiert. Möchtest du uns dazu ein bisschen was erzählen, wann es passiert ist, wie es passiert ist, an was du dich noch erinnern kannst? Das ist jetzt fast 2 Jahre her, 22. April 2019. Ich war in Bolivien als Freiwillige, habe da in einem Kindergarten gearbeitet, in der größten Stadt in La Paz. Und ja, dann bin ich am Ostermontag 2019 von einem Ausflug zurückgekommen. Und ja, dann habe ich Wäsche gewaschen, wie immer, wenn ich zurückkomme. Und bin dann halt mit In-Ear-Kopfhörer, ein Handy in der Hosentasche, keine Schuhe, ich glaube, ich war barfuß, Kopfhörer, hatte ich gesagt, und nasse Haare. Ja, ich glaube, das war's. Was so die Leitbedingungen noch etwas, ich sag mal, verbessert hat. Wäsche aufhängen gegangen. Es hatte nicht gewittert, logischerweise, sonst wäre ich nicht Wäsche aufhängen gegangen. Ja, und dann ist ein Blitz in mich eingeschlagen. Ein Ding ist, es nennt sich ein Trockenblitz. Also, ohne dass es an der Stelle, wo man sich befindet, gewittert. Also Bolivien ist höher gelegen als Deutschland. Oder zumindest größtenteils höher gelegen. Das war auf 3500 Metern. Und das lässt sich nicht komplett rekonstruieren, aber es hat vermutlich hinter den Bergen gewittert. Und dann hat sich eben ein Blitz verirrt. Ich war nicht der höchste Punkt, aber die Wäscheleine war aus Draht und hat den vermutlich dann noch angezogen. Und ja, hatte ich einfach Pech mit diesen ganzen Leitbedingungen. Der Strom ist einmal durch meinen Körper durch. Der Draht hat Feuer gefangen und hat sich so um meinen Körper gewickelt. Ich habe Feuer gefangen und hatte einen Herzstillstand. Ja, das zum Unfall selber. Also auf jeden Fall eine sehr schreckliche Story und ich stelle mir das sehr, sehr schmerzhaft vor. Ich bin mal an einen Elektrozaun bei einer Pferdekoppel gekommen und das war schon unangenehm und bei dir ist da wirklich einfach ein Blitz durch. Kannst du dich noch daran erinnern oder wäre auch besser wahrscheinlich, wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst oder sind da noch Erinnerungen da, was dann auch passiert ist, also was in dir vorgegangen ist? Du hattest dann einen Herzstillstand, also warst du ja bewusstlos, aber haben dir vielleicht Leute was erzählt? Also vielleicht hat es ja auch jemand gesehen oder mitbekommen. Wie ist es da dann danach alles abgegangen? Genau, also es haben Leute mitbekommen. Ich selber, meine bewusste Erinnerung setzt aus 2 oder 3 Stunden vor dem Unfall. Also ich habe selber gar keine Erinnerung mehr. Mein Körper glaube ich durchaus. Ich finde es so ganz spannend, dass die Erinnerung durchaus irgendwo ist, aber halt mir zum Glück nicht bewusst zugänglich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich merke einfach, mein Körper reagiert sehr empfindlich und ich habe auch wirklich total oft so
Zuckungen, relativ so wie der Strom halt durch den Körper gelaufen ist. Ja, nee, Zuckungen ist jetzt ein bisschen untertrieben. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Also ich habe das Gefühl, mein Körper erinnert sich. Ich merke so in meinen Albträumen, dass es da noch Fragmente gibt, aber genau. Ich hatte, also wie gesagt, es haben Leute mitbekommen, dann habe ich laut geschrien anscheinend. Also wie gesagt, das sind jetzt nicht Erinnerungen, die ich jetzt bewusst habe, zum Glück, sondern das, was mir hinterher erzählt wurde. Ich hatte Glück, dass, also ich habe in so einer WG gelebt, da war eben noch so ein Eco-Campingplatz in der Nähe, die hatten Sauerstoff. Meine Zimmernachbarin hat die, also sie hat ein Löschgerät, meine Zimmernachbarin hat die Herzdruckmassage gemacht. Und beatmet wurde ich dann auch relativ schnell. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich nur dank der tollen Erstversorgung überlebt habe. Und da merkt man wieder, wie wichtig es ist, dass auch, ich sag mal, nicht professionelle ErsthelferInnen oder RettungshelferInnen all diese Dinge beherrschen, weil sonst würde ich nicht mehr leben. Da haben die auf jeden Fall sehr gut gehandelt. Ja, Wahnsinn und ja, ein Dank an diese Menschen, die dir da so schnell geholfen haben. Und wie ging es dann weiter? Bist du dann direkt in Bolivien wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen, nehme ich an. Genau, also ich hatte als, ich sag mal, Ausländerin aus einem reichen Land das Privileg, in einem der besten Krankenhäuser von Bolivien behandelt zu werden. Ich habe 4 Monate später in der Zeitung gelesen, da dass das nochmal passiert ist, ähnlich, und die beiden Menschen sind eben gestorben, weil sie nicht die Behandlung bekommen haben. Ich wurde ins künstliche Koma versetzt. Für 8 Tage. In der Zeit wurde ich schon zweimal operiert. Die haben mir Schweinehaut transplantiert. Das wird in Deutschland nicht gemacht. Es wird durchaus Verbrennungsnarben werden mit Fremdhaut oder mit Spenderhaut bedeckt, übergangsweise. Aber genau, anscheinend ist es üblich, es mit Schweinehaut zu machen. Ich muss sagen, auch da, die Ärztinnen haben wirklich um mich gekämpft. Sie haben wirklich alles gegeben. Und auf der anderen Seite ist natürlich der medizinische Standard da einfach nicht hoch. Und auch, dass ich dann nach 8 Tagen aus dem künstlichen Koma wach gemacht wurde, das hätte mir einfach wieder fast das Leben gekostet. Es war dann so, dass ich nach 10 Tagen ausgeflogen wurde vom Deutschen Roten Kreuz. Und es, also die bolivianischen Ärztinnen dachten halt, dass nur extubierte PatientInnen ausgeflogen werden können, also Menschen, die nicht im künstlichen Koma liegen. Was ja natürlich nicht stimmt, aber ja, es war alles so ein bisschen schwierig. Meine Eltern sind nach Bolivien geflogen, was für mich auch wiederum die Rettung war. Also ich finde, allein bis jetzt merkt man schon ganz gut, dass sehr viele Menschen daran beteiligt waren, dass ich es irgendwie bis hierhin geschafft habe. Ja, die Besuchszeiten waren sehr limitiert. Ich glaube, ich habe sie in den 2 Tagen, die ich da wach war, zweimal, nee, viermal gesehen. Für 1 Stunde jeweils. Und es war einfach nur furchtbar. Ich habe nicht verstanden, was los war. Wie gesagt, meine Erinnerung setzt aus. Ich war komplett desorientiert. Ich war fixiert, weil ich so dagegen angekämpft habe. Es war wirklich, es war einfach nur schrecklich. Permanente Schmerzen. Ich war, ja, ich hatte totale Angst die ganze Zeit und Panik und nee, das war nicht schön. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du so viele tolle Menschen auch um dich rum hattest, auch während dieser schweren Zeit, die dir, ja, die dir da echt viel geholfen haben und da ein bisschen so mit dir gekämpft haben. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Wie war das dann? Also, du bist dann ja wieder ins Krankenhaus gekommen, du warst ja wahrscheinlich sehr, sehr lange im Krankenhaus und du wurdest ja wirklich so von jetzt auf gleich so aus deinem normalen Leben gerissen. Bist du damals wahrscheinlich, bist du noch zur Schule gegangen, oder? Nee, das war nach der Schule. Also ich habe jetzt, ich bin 20, vor 3 Jahren Abi gemacht, habe dann ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland gemacht und bin dann eben nach Bolivien, um das eben da fertig zu machen. Und ja, also eigentlich wollte ich im Sommer 2019 anfangen zu studieren. Damals wollte ich Biomedizin studieren. Jetzt studiere ich Psychologie, kann ich später noch was zu sagen. Und ja, ich sag's manchmal so, ich wurde rauskatapultiert bis zum Jupiter und bin immer noch auf dem Rückflug. ja, es ist so krass, wie sich das so schnell verändert. Das ist wirklich diese,
Manche von diesen Sprichwörtern, die wir im Alltag so gebrauchen, sind eigentlich in den meisten Fällen total unpassend. Aber dieses so von einer Sekunde auf die andere, das war da wirklich so sprichwörtlich. Und ich sag mal so, also ich war 18, als der Unfall passiert ist, und ich musste von einer Sekunde auf die andere krass erwachsen werden und krass auch diese ganze Jugend hinter mir lassen mit 18. Und also ich meine auch diese 20er Jahre irgendwie, wo noch so ein bisschen unbeschwert ist oder so. Und war auch in einer Situation, die ich mir irgendwie nie vorstellen konnte, jemals durchleben zu müssen. Aber irgendwie passt man sich ja sehr schnell an. Bei mir ging es eigentlich, ja, als ich in Deutschland war, erstmal wieder bergab. Also mit Multiorganversagen, Blutvergiftung und allem möglichen Krams, sodass sich eben auch schon meine Eltern und so verabschieden sollten von mir, weil ich auch noch so ein paar multiresistente Keime mitgeschleppt hatte aus Bolivien, die sie nicht bestimmen konnten. Und das Doofe ist eben an der zweiten Phase im Koma. Ich war nochmal 2,5 Wochen im künstlichen Koma. Es war einfach nichts, was ich da erlebt habe. Es war nicht so eigentlich ein Blank, also einfach eine Zeit, die weg ist, sondern es war einfach eine Zeit, in der ich unfassbar viel so in meinem Kopf durchgemacht habe. Ich war für mich in der Hölle. Ich bin nicht gläubig, aber irgendwie weiß ich nicht. Es war einfach wirklich der Horror, und als ich dann aufwachte, war ich für mich tot. Das heißt, es war erstmal gar nicht so dieses, ich kann mein Leben nicht mehr leben oder so, sondern ich bin tot. Also meine Priorität in der Sekunde war wirklich, ich konnte mich von meinen Eltern nicht verabschieden oder von meiner Familie nicht verabschieden. Und es war so schrecklich, und als ich dann am Ende extubiert wurde, also aus dem Koma rausgeholt wurde, es hat sehr lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich tatsächlich nicht tot bin und dass auch irgendwie ich mir wieder Gedanken über mein Leben machen kann. Wobei das auch auf der Intensivstation oder so. Für mich waren Ziele oder sind es immer noch total wichtig. Also, dass ich mir Ziele setze außerhalb der Genesung. Und trotzdem gibt es eben Kontexte, in denen irgendwie so alles so komplett irrelevant wird. Also natürlich ist wichtig, dann im Kopf zu behalten, wofür ich diese ganzen Kämpfe kämpfe. Aber dann, wenn ein Arzt mir dooferweise, hat er mir irgendwann gesagt, ich bin immer noch in Lebensgefahr. Und das war dann natürlich wieder nur Panik. Ich habe mir gedacht, ich sehe meine Familie nie wieder oder so. Und irgendwie, ja, es war so eine komische Zukunftsplanung da im Krankenhaus. Ich habe mir auch komplett unrealistische Ziele gesetzt, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung von Verbrennungen, ich hatte keine Ahnung von den Dimensionen. Im Endeffekt lag ich da 2 Monate auf Intensiv und 2 Monate noch auf einer Normalstation, war dann 2 Monate in der Reha, dann ging es zur nächsten OP, dann ging es nochmal zur Reha, dann nochmal zur OP, dann nochmal zur OP, dann nochmal zur Reha, dann nochmal zur OP, dann nochmal zur Reha, und jetzt geht's nochmal ins Krankenhaus und dann geht's nochmal zur OP, und so weiter sehen meine nächsten Jahre auch aus. Also, und ich muss irgendwie, habe sehr lange meinen Studienbeginn nach hinten verschieben müssen. Ich habe immer noch das Ziel, inzwischen Medizin zu studieren. Ich hatte auf der Intensivstation sehr intensive Berufsberatung von einem Assistenzarzt, der mich doch überzeugen wollte, nicht Biomedizin, sondern Medizin zu studieren, was ich inzwischen auch wirklich machen möchte, weil das aber nicht möglich ist. Ich bin 6 Monate im Jahr nicht zu Hause, 6 bis 8 mache ich jetzt ein Fernstudium Psychologie. Und es gibt mir einfach total viel. Natürlich ist es mehr Aufwand, habe ich am Anfang auch gesagt. Es ist stressig. Aber es gibt meinem Leben nochmal Bedeutung, auch momentan und nicht nur in der Zukunft. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Alles gut, alles gut. Wir hören dir gerne zu. Auf jeden Fall, ja, hast du dich da sehr rausgekämpft. Also ist ja wirklich eben, wenn du schon sagst, so vor allem, wenn dein Arzt dir dann sagt, du schwebst immer noch in Lebensgefahr. Diese Worte, die treffen einen hart. Aber würdest du sagen, dass du aus dieser ganzen Situation auch irgendwie Kraft mitgenommen hast? Weil irgendwie wirkst du jetzt so, als wärst du so eine richtige Kämpferin und hättest Power und du trittst jetzt ein Studium an, ein Fernstudium auch noch. Also ich tue mir gerade in der aktuellen Situation schon schwer, da mit Online-Kursen hier und da. Und dann meisterst du da neben deinen ganzen Krankenhausaufenthalten noch ein Studium nebenbei. Also ich habe Respekt auf jeden Fall an dich. Aber würdest du dich da auch selber so beschreiben, wie ich dich jetzt gerade sehe? Fremdsicht und Eigensicht variieren ja meistens stark. Ich bin schon immer ein Workaholic gewesen. Das ist irgendwie, wenn ich mich mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das vermutlich Workaholic. Und trotzdem merke ich durchaus, dass es momentan schon ein ganz schönes
auch Management ist, wenn ich mir überlege, was ich in meinem ersten Semester jetzt alles gemacht habe und dass ich dann trotzdem relativ gut abgeschlossen habe, dann würde ich durchaus auch sagen, wow, das hast du ganz gut hingekriegt. Was jetzt so dieses Stärkegewinn angeht, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich mir denke, in erster Linie war es einfach nur schrecklich. Und es gibt ja auch diese Sprüche, jede Krise ist eine Chance oder was dich nicht umbringt, macht dich stark. Was ich so niemals unterschreiben würde, weil es eben auch Menschen gibt, bei denen es nicht so ist. Bei mir jetzt, ich würde durchaus sagen, dass das, was ich aus der Krise, aus dem Unfall gemacht habe, positiv ist, dass ich mich, ja, ich habe mich sehr verändert. Ich bin im Kern immer noch dieselbe, aber ich habe mich sehr verändert. Und eigentlich zu 100% zum Positiven. Und dann wiederum ist es halt nicht der Unfall, sondern das, was ich daraus gemacht habe. Und ganz spannend, in meiner letzten Reha habe ich mir mit einer Physiotherapeutin da die Frage gestellt, die ist auch Bahnverletzte, würden wir denn die Zeit zurückdrehen, wenn es so einen Reset-Knopf gäbe? Ich sag mal, noch letztes Jahr im November oder so hätte ich gesagt, ja, den drücke ich auf jeden Fall. Also natürlich, es ist so viel Leid und so viel Scheiße, immer noch, und so viel Kampf auch. Und dann wiederum sind wir dann, also sie hatte ja einen Unfall auch mit 18. Haben wir uns auch überlegt, ja, aber dann wären wir ja wieder die Menschen, die wir vorher waren. Und nicht, dass wir jetzt vorher total unausstehlich gewesen seien, aber ich merke schon, dass es auch was hat. Und inzwischen bin ich sehr froh, dass es diesen Reset-Knopf nicht gibt. Und ich mich dann nicht, wenn ich ihn nicht drücken würde, beim nächsten Krankenhausaufenthalt dafür verfluchen würde. Ja. Ja, das hast du schön beantwortet, auch mit schönen Beispielen. Du hast ja wahrscheinlich auch Narben von dem Unfall. Wo hast du denn überall Narben, dass wir uns das mal vorstellen können? Und wie gehst du damit um? Also, da gibt es ja auch immer dieses, viele sagen, ja, Narben sind was Schönes, die zeigen, dass ich gekämpft habe oder eine Kämpferin bin, wo wir jetzt wieder bei dem Thema wären. Für manche ist es natürlich auch schrecklich, das zu sehen, aber wie gehst du da persönlich damit um? Wenn, also ich würde meine Narben nicht mehr abgeben wollen. Aber erstmal, wo habe ich Narben? Also ich habe vor allen Dingen gebrannt, mein kompletter Kopf, große Teile von meinem Gesicht, linke Schulter, kompletter Hals, linke Seite vom Rücken oben, dann Beine und Hände sind Ein- und Austrittsstellen, also Teile davon und rechts wurde ein Zeh amputiert, die Augenschirme wurden amputiert. Dann ist es so, dass ja dieser Draht sich um mich gewickelt hat. Dementsprechend habe ich halt auch am Körper dann nochmal so längliche, schmale Narben, die aber jetzt meistens nicht weiter stören. Es ist so ganz witzig, ich entdecke da auch immer mehr selber. Es hat tatsächlich so gesprüht anscheinend, weil ich so überall so kleine Narbenpunkte habe, die so um die großflächigeren Narben rumgehen. Also ich finde das ganz spannend, weil die mir auch eine Geschichte erzählen. Wo habe ich noch Narben? Ach so, ja, natürlich. Es ist alles drittgradig verbrannt und ein bisschen 2B-gradig. Und dementsprechend habe ich auch viele Entnahmestellen. Also zur Erklärung, es gibt bei Verbrennungen gibt es Grad 1, Grad 2a, Grad 2b, Grad 3, 3. Und es gibt bei 2b und bei 3 muss eben transplantiert werden. Es gibt auch Grad 4. Grad 4 bedeutet dann, dass es amputiert werden muss. Das war bei mir bei den Ohren und bei dem Zeh so, Gott sei Dank. Und ich habe auch ein Loch im Schädelknochen und an der Schulter und so. Da mussten sie auch ein bisschen was abtragen. Aber das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Genau. Mich nerven die Narben auf der einen Seite total, weil ich muss Kompressionskleidung tragen. Das ist so wie Kompressionsstrümpfe, um die Narben zu weicher und flacher zu machen. Ich habe Silikon im Gesicht und am Hals, was mich fürchterlich nervt, gerade wenn es jetzt wärmer wird. Ich habe dreimal die Woche Narbenmassage, ich muss die ständig eincremen, es juckt, das nervt mich tierisch. Ich habe noch 3 OPs im Jahr, weil sich Narbenstränge bilden. Also auf der einen Seite bedeuten meine Narben und das ist so, wie ich mich am meisten daran erinnere oder wie sie mich am meisten sich melden, ist, sie nerven mich. Dann habe ich die Reaktion von außen. Also wie gesagt, meine Narben sind vor allen Dingen sichtbar an sichtbaren Stellen. Das bedeutet momentan, ich kann, oder es wird vermutlich für mein ganzes Leben so bleiben, ich kann nicht vor die Haustür gehen, ich kann keinen Spaziergang machen, ohne angestarrt zu werden. Manche ignorieren mich auch, aber über das normale Maß, wie Menschen ignoriert werden, hinaus. Also sie gucken kurz und dann schauen sie so ganz bestimmt und so ganz, oh, bloß nicht gucken. Manchmal werde ich auch beleidigt, aber das finde ich nicht so schlimm wie diese Mikroaggressionen, die irgendwie jeden Tag da sind. Und wenn es mir schlechter geht, habe ich auch gar keinen Bock rauszugehen. Also ich bin mit Rollator unterwegs, weil der Blitz auch neurologische Schäden
zur Folge hat, Gott sei Dank, nur im Kleinhirn. Also es das heißt nur Mobilitätseinschränkungen und der restliche Kopf funktioniert noch. Also A, wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn da kognitive Einschränkungen wären, aber B, habe ich so das Gefühl, irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, so ohne meinen Kopf, ich sag mal, zu leben. Deswegen, aber prinzipiell wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie diesbezüglich behindert wäre. Aber so, es nervt mich einfach. Es nerven mich die Reaktion von anderen und trotzdem zwinge ich mich immer wieder dazu, mich nicht zu verkriechen und auch Leute mit mir zu konfrontieren, weil wenn Menschen niemals Menschen wie mich sehen, dann werden sie auch nicht sensibler, dann setzen sie sich, also dann bleiben sie auch nur in ihrer schönen, heilen Welt und dann werden Stereotype auch nicht abgebaut. Aber es ist schon schwierig, das immer auszuhalten. So, das ist die ganze eine Seite. Da nerven mich die Namen ganz schön. Auf der anderen Seite, sie nehmen mir einen Teil der Rechtfertigung ab. Ich bin froh, eine sichtbare Behinderung zu haben, weil das ist ja auch das Problem mit psychischen Erkrankungen, dass sie von außen nicht ernst genommen werden, weil sie eben nicht sichtbar sind. Das heißt, ich habe schon ein gewisses Maß an Legitimität allein wegen meinem Aussehen dafür, dass es mir schlecht geht. Das ist immer noch nicht so, dass es mir jetzt nach 2 Jahren schlecht geht, dass das einfach alle akzeptieren würden, dass das für alle okay ist, nur weil ich sichtbare Narben habe. Aber es erleichtert mir schon da in gewisser Weise so den Umgang mit anderen Menschen. Aber außer jetzt dieses Jucken und so, sind meine Narben vor allen Dingen, was mich stört, ist Äußerlichkeit, also ist der Umgang mit anderen Menschen. Ich persönlich kann mich selber gar nicht mehr so gut ohne Narben vorstellen. Wenn ich vor alten Fotos gehe, dann denke ich mir, fehlt doch was. Und ich träume jetzt auch immer öfters von mir mit Narben. Und ich finde jetzt auch, nee, also ich selber mag meine Narben und ich würde sie auch nicht mehr abgeben. Weil sie sind jetzt halt Teil von mir. Ich würde mir nur wünschen, dass andere Menschen anders reagieren würden und mir die Situation nicht unnötig schwer machen. Das glaube ich dir. Also da ist unsere Gesellschaft leider ja manchmal sehr gemein und ja, es ist auch gemein, einfach über jemanden so zu urteilen oder zu beleidigen oder wie du auch sagst, einfach blöd zu schauen, gehört sich einfach nicht. Also genau, und du hast jetzt schon gesagt, dass du am Rollator gehst, also heißt, du kannst nicht richtig laufen mehr alleine, also ohne Hilfe? Also inzwischen kann ich durchaus ein paar Meter gehen ohne Hilfe, aber so für ja, mittellange oder mittelkurze Strecken, das heißt alles, was über 100 Meter hinausgeht, brauche ich eben den Rollator. Ob das jetzt noch viel besser wird, sind sich die NeurologInnen uneinig. Das ist ja da immer nicht so ganz klar zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt gemerkt, es wurde über ein halbes Jahr wurde es sehr viel schlechter. Es ist sehr traurig, dass vorher wurde das immer in die Psycho-Ecke gestellt. Ich würde mir das einbilden und ich wollte nicht laufen lernen, warum auch immer. Es kann ja sein, dass es bei manchen Menschen psychisch ist. Und das wäre absolut eine gleichwertige Ursache zu einer neurologischen Ursache. Nur weil es bei mir offensichtlich neurologisch ist, ist es einfach was, womit ich mich nicht abfinden möchte. Und dann wurde es eben viel schlechter auf einen Schlag. Und dann wurde endlich mal was gemacht. Und das zahlt sich jetzt wirklich aus. Also das merke ich im Alltag. Meine Feinmotorik ist immer noch sehr schlecht. Ich habe auch so komischen Tattrich oder wie auch immer. Ich habe sehr mit Schwindel zu tun. Das Laufen ist aber so von der Koordination besser, vom Gleichgewicht auch besser. Aber ich denke, ich werde den Rollator mein Leben lang brauchen. Die Frage ist jetzt eben, für wie weite Strecken kann sein. Ehrlich gesagt, dass das degenerieren wird. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich muss sagen, inzwischen, am Anfang war das für mich schlimm, weil ich war vorher sehr, sehr sportlich. Ich war viel joggen, schwimmen, Fahrradfahren und so. Es geht jetzt halt nicht mehr. Oder noch nicht, ich weiß es nicht. Aber inzwischen kann ich wirklich mit dem Gedanken leben, wenn ich mit 40 Jahren im Rollstuhl sitze, dann sitze ich mit 40 Jahren im Rollstuhl. Wenn ich mein Leben lang einen Rollator brauche, ja mein Gott, dann brauche ich mein Leben lang einen Rollator. Also es wird mir mein Leben nicht kaputt machen. Das ist auf jeden Fall eine starke Aussage. Hier auch ein Hinweis in eigener Sache von mir. Falls ihr auch einen Rollator braucht oder eine 24-Stunden-Pflegekraft, könnt ihr euch gerne unter unserer kostenlosen Hotline 0800 123 0401 melden oder schaut auf unser Schwesternportal www.1acare.de.
Alle Informationen findet ihr aber auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung. Wir helfen euch dann gerne weiter. Und du, liebe Lena, bist ja wahrscheinlich auch immer noch sehr viel auf Pflege und Pflegekräfte angewiesen. Also gehst ja wirklich vom einen Krankenhausaufenthalt zum nächsten und hier noch Narbenmassage und hier und da. Wie fühlt man sich denn so als Patient, wenn du da immer wieder ankommst, irgendwo neu bist oder auch vielleicht kennen die Leute dich auch schon und ja, da dann auf die Hilfe der anderen angewiesen bist? Ich muss sagen, ich fand am Anfang die Hilflosigkeit fast unerträglich. Ich konnte ja gar nichts, also nicht alleine essen, nicht alleine, also Toilette sowieso nicht, nicht alleine waschen. Und irgendwie, ich bin so ein Mensch mit einem sehr großen Kontrollbedürfnis und das geht einfach nicht, wenn man selber gar nichts mehr kann. Nun muss ich sagen, dass ich in meinem ersten viermonatigen Krankenhausaufenthalt, ich sage jetzt mal nicht, wo es war, durchaus auch sehr traumatische Erfahrungen machen musste. Die haben mir da mein Leben gerettet und dafür werde ich auch immer dankbar sein. Und auf der Intensivstation waren eben zwei Pflegekräfte, die mich wirklich psychoterrorisiert haben, die mir, wer weiß, was für Dinge an den Kopf geknallt haben. Ich möchte es eigentlich gar nicht wiederholen, aber das sitzt mir noch so tief in den Knochen und es ist fast jeden Tag noch da und diese Situation, wo ich da so ausgeliefert war und gar nichts machen konnte. Ansonsten war die Zeit auf der Intensivstation noch besser als auf der Normalstation, wo dann ja bekanntlich viel weniger Personal ist. Ich möchte sagen, dass ich auf der einen Seite habe ich sehr großes Verständnis für die Pflegefachkräfte und ich bin auch Gesundheitspolitikerin und setze mich da wirklich massiv ein, dass dieser Pflegenotstand jetzt mal wirksam bekämpft wird und dass endlich die Arbeitsbedingungen besser werden und die Situation für Fachkräfte und für PatientInnen besser wird. Auf der anderen Seite gibt es Verhalten, was eben nicht mit Stress gerechtfertigt sein werden kann. Und dazu, ich kann es nicht anders nennen, es ist Psychoterror. Und das in einer Situation, wo ich als Patientin absolut hilflos bin. Ich bin auf diese Menschen angewiesen. Und ich muss auch sagen, nach diesen vier Monaten im Krankenhaus, ich war ein emotionales Wrack. Ja, ich bestand eigentlich aus nichts mehr. Nichts mehr an Selbstvertrauen, nichts mehr an irgendwelch. Also ich war einfach nur fertig. Ich war fertig mit der Welt. Das lässt sich nicht gut beschreiben, aber ich war dermaßen verletzlich. Und das war wirklich der Horror. In der Reha war das dann anders. Ich habe mich für alles entschuldigt. Entschuldigt dafür, dass ich Schmerzmittel brauche. Entschuldigt dafür, wenn ich mal auf Toilette musste oder so. Die haben mir dann gesagt, warum entschuldigst du dich? Warum? Wir sind doch dafür da. Ich habe gesagt, ja, sorry, aber das ist so drin noch aus dem Krankenhaus. Ich hatte so das Gefühl, ich muss mich für alles entschuldigen. Wenn ich so starke Schmerzen hatte, dann habe ich die nur genervt. Und das, finde ich, ist was nicht vermittelt werden darf. Also es darf nicht bei den PatientInnen ankommen. Sie dürfen nicht um Hilfe fragen. Weil die Fachkräfte haben es sich mehr oder weniger ausgesucht. Ja, die können danach wieder nach Hause gehen und nicht immer damit abschließen, aber sie haben ihr eigenes Leben. Und als Patientin hast du kein eigenes Leben mehr. Dein Leben und dein Zuhause ist das Krankenhaus. So, in der Reha, so habe ich dann irgendwann festgestellt, ich kann nicht mehr zurück in das Krankenhaus gehen. Ich muss Krankenhaus wechseln. Jetzt bin ich in Berlin. Das ist was komplett anderes. Also da fühle ich mich wirklich ernst genommen. Ich werde einbezogen in die Entscheidung und ich werde auch, was ich auch sehr angenehm finde, einfach dadurch, dass ich sehr interessiert bin an Medizin und auch sehr viel weiß inzwischen, ist es eine andere Kommunikation. Es ist wirklich so ganz spannend. Einer der Anästhesisten nennt mich da immer Kollegin, was ich total witzig finde. Aber es ist einfach ein komplett anderer Umgang. Ich werde als Mensch gesehen und ich werde aber auch respektiert in meinen Grenzen. Und ich werde nicht deswegen oder wegen einer psychischen Vorerkrankung, die ich im Krankenhaus hatte, im ersten Krankenhaus und immer noch, die mir da ständig eigentlich, es war wirklich, die haben das so gegen mich verwendet, die haben diese, ich sag mal, Schwäche von mir krass gegen mich ausgenutzt. Sonst wäre, also jeder Krankenhausaufenthalt bleibt scheiße, aber es ist nicht mehr dieses fürchterliche Gefühl der Hilflosigkeit und der Ausgeliefertheit. Plus, dass meine Mutter jetzt tatsächlich dabei ist bei den Krankenhausaufenthalten, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Also das ist irgendwie immer noch, dieses Trauma sitzt immer noch so tief. Ja, was es so generell ist als Patientin, in der akuten Phase habe ich jetzt, glaube ich, beschrieben, inzwischen ist es normal geworden. Also ich habe einen Pflegegrad und hier zu Hause ist halt meine Mutter, die das macht. Das haut hin. Ich meine, mit 20 Jahren ist es natürlich irgendwie, ja, es ist schon unangenehm auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bleibt da irgendwie noch dieses Gefühl, ich habe so viel Schlimmeres durchgemacht
Und ich bin jetzt ziemlich selbstständig zu Hause, ne? Das sind eher so Fahrten, Duschen oder so. Das geht noch nicht gut alleine, aber ansonsten haut es gut hin. Was weitere Therapien angeht oder so, das sind dann nicht immer Pflegekräfte. Ich habe 13 Therapieeinheiten die Woche und es nervt mich, weil es irgendwie so mein Leben, weil es mich ständig daran erinnert, dass ich eben nicht eine, in Anführungszeichen, ich hasse dieses Wort, normale junge Frau bin, sondern dass ich eine Vorgeschichte habe und dass es auch erstmal noch so bleiben wird. Und auf der anderen Seite ist es mir da einfach sehr wichtig, dass ich TherapeutInnen habe, bei denen ich mich auch menschlich wohlfühle. Und das habe ich momentan. Und ich habe jetzt auch gelernt, einfach dadurch, dass ich es lernen musste, auf mich selber zu achten und auch zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und ich tue mir das nicht mehr an. Ich wechsle. Und das waren einfach immer, wenn ich gewechselt habe, es waren die besten Entscheidungen. Und ja, ich gehe gerne zur Therapie, also zur Physio, zur Ergo, zur Nahmassage, zur Neurologischen. Ich gehe da inzwischen gerne hin und ja, auch. Es gibt eine gewisse Struktur, es gibt eine Regelmäßigkeit und es gibt vor allen Dingen das Gefühl, nicht alledem, was passiert, mit den Nervensträngen, die sich neu bilden, mit den Mobilitätseinschränkungen, mit den Funktionseinschränkungen, mit dem psychischen Problem, alleine klarkommen zu müssen und denen ausgeliefert zu sein. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass dieses System in Deutschland gibt, dass es diese Reha-Maßnahmen gibt, dass es, auch wenn es noch zu wenige sind, diese Therapieplätze gibt, dass es einen Pflegegrad gibt, dass es einen Schwerbehindertenausweis gibt. Ich motze viel, also nein, ich motze nicht, aber ich rege mich durchaus über viele Dinge aus, auf die ich als strukturelles Problem bezeichnen würde und setze mich da auch gezielt politisch gegen ein. Aber auf der anderen Seite muss ich auch einfach mal sagen, ich hätte es in Bolivien nicht überlebt, ich hätte es als Bolivianerin nicht überlebt. Und auch in vielen europäischen Ländern oder weiß ich nicht, in anderen Ländern weltweit gibt es nicht dieses gute Reha-System. Ja, du bist in Berlin, dann im Krankenhaus. Da hätten wir uns ja schon fast persönlich treffen können. Ich habe nämlich bis vor kurzem noch in Berlin gewohnt. Hätte es Corona zugelassen, hätten wir das tatsächlich persönlich machen können. Du hast erwähnt, dass du Gesundheitspolitikerin bist. Bist du da auf, also darauf gekommen, eben durch deine Geschichte, oder warst du schon vorher so engagiert? Also ich war schon vorher sehr politisch engagiert. Ich habe mit Geflüchteten gearbeitet, mit Menschen mit Behinderung. Ich habe Kinderbücher übersetzt. Ich war auch parteipolitisch aktiv. Das bin ich auch immer noch. Inzwischen ist es stärker parteipolitisch und eben bei Amnesty International. Das Feld Gesundheitspolitik mache ich tatsächlich seit meinem Unfall, durch meinen Unfall. So unter dem Deckmantel Sozialpolitik. Da bin ich jetzt auch im Stadtrat, als auch eine Bürgerin in NRW, und eben da im Sozialausschuss und im Projektbeirat behindertenpolitischer Teilhabeplan. Und ich möchte auch dafür sorgen, dass Betroffene als ExpertInnen gelten. Weil auch Menschen, die das studiert haben, haben ein theoretisches Wissen. Aber Menschen, die nie im Krankenhaus waren oder nie im Krankenhaus gearbeitet haben, sind nicht so sehr, also sie sind andere ExpertInnen. Und das möchte ich einfach auch so selber durchsetzen, einfach indem ich sage, nein, ich studiere weder Gesundheitsökonomik noch irgendwie sowas, aber einfach durch meine Erfahrung finde ich durchaus, dass es eine Legitimation hat, dass ich mich um dieses Thema kümmere. Und es ist auch ein großes Thema, ich schreibe auch an einem Buch, da ist es auch ein großes Thema. Also in meinem Inklusionsaktivismus ist es ein großes Thema. Verbrennungen gelten als chronische Erkrankung. Ja. Und natürlich ist es nicht ganz uneigennützig. Mein Motto bei ganz vielen ist, ich musste viele wirklich scheiß Erfahrungen machen. Ich kann es nicht ändern. Und indem ich jetzt versuche, diese Erfahrungen da für andere Menschen einzusetzen, habe ich so das Gefühl, ich habe nicht umsonst gelitten. Also dieser ganze Aktivismus gibt dem ganzen Leid. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich will vielleicht die Zeit nicht zurückdrehen, war es in erster Linie eine unfassbare Leidensgeschichte und ist es immer noch. Es ist nicht umsonst und ich mache das jetzt vor allen Dingen seit einem Jahr und ich habe einfach so gemerkt, es gibt mir so viel. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und wenn das Buch erscheint, musst du uns unbedingt Bescheid sagen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, du hast ja eine ziemlich stressige Woche, so wie es sich anhört, auch mit deinen ganzen Terminen und deinem Studium. Und dann engagierst du dich hier noch ehrenamtlich und da bist du aktiv und hier. Wie ist es denn mit Freunden? Wie haben die auf dich reagiert, als sie von deinem, Unfall mitbekommen haben?
Und haben die dich unterstützt in dieser schweren Zeit oder gab es dann Freunde, die so gesagt haben, nee, damit möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben? Also ich würde behaupten, mit den Menschen, mit denen ich heute noch befreundet bin oder mit denen ich neu befreundet bin, das sind die besten Freundinnen der Welt. Also da war eine krasse Unterstützung von Anfang an. Es haben vor allen Dingen Freundinnen koordiniert den Rückflug und so, weil meine Eltern einfach in Bolivien so viel zu tun hatten und dann die Versicherung nicht das gemacht hat oder so. Es waren Freundinnen da, die für meine Eltern gekocht haben, als sie hier mich immer besucht haben jeden Tag. Es waren Freundinnen da, die sich auch mit um meinen Bruder gekümmert haben. Also ich habe noch einen 17-jährigen Bruder inzwischen, der war 15. Ich hatte Freundinnen, ich hatte jeden Tag im Krankenhaus Besuch von meinen Eltern und noch von einer Freundin. Meine Mutter hat das super toll organisiert. Ich habe zwei Kisten voller Briefe und Karten und Fotos und irgendwelchen schönen Dingen, die ich alleine in diesen 4 Monaten im Krankenhaus bekommen habe. Freundschaften haben sich aufgelöst. Und ich weiß gar nicht, ob es in erster Linie an meinem Unfall liegt oder ob es daran liegt, dass ich jetzt seit meinem Unfall ein bisschen mehr auf mich selber Acht gebe und gesagt habe, die Freundschaften tun mir nicht gut. Und durch den Unfall hatten sie die Chance, das nochmal zu beweisen, dass es anders ist und es hat sich nicht gezeigt. Dann war ich tatsächlich die, die proaktiv beendet hat. Ich habe gesagt, wir haben uns so auseinandergelebt, das passt nicht mehr. Und das hat sich immer sehr gut angefühlt, ehrlich gesagt. Die Freundschaften, die geblieben sind und auch die Freundschaften, die sich neu geknüpft haben, sind so viel enger als vorher. Und ich habe jetzt irgendwie so viele Freundinnen und ich habe, egal wie scheiße es mir geht oder egal welches Thema, ich habe auch heute immer noch Leute, die zuhören. Ja, gerade für gleichaltrige Freundinnen war es ein Lernprozess, wie auch für mich. Für die hat es natürlich länger gedauert, weil ich mich jeden Tag 24/7 intensiv damit befassen musste, dementsprechend aber auch schneller war in der Verarbeitung. Und irgendwie, ich hatte so das Gefühl, der Anspruch war, ich kam aus der ersten Reha nach Hause, jetzt doch alles wieder gut. War es ja aber gar nicht. Und es gab Phasen, wo ich gedacht habe, die mögen mich alle nicht und so, wobei ich jetzt sagen würde, es lag eher an mir, weil ich einfach noch so verletzlich war und ein emotionales Wrack war. Aber mein Tipp da für mich, oder was mir auf jeden Fall super geholfen hat, ich habe es angesprochen, ich habe diesen Schweinehund überwunden und einfach gesagt, was ich nicht so schön finde, natürlich immer freundlich. Und sie haben einfach dazugelernt und sie lernen immer noch dazu. Sie sind total bereit und sind einfach krass empowernd und krass toll. Und was mir von Anfang an auch wichtig war, war, dass es beidseitig bleibt. Ich habe auf der Intensivstation mich erkundigt nach ihnen. Das war mir super wichtig, weil es ist vollkommen okay, dass Freundschaften für eine gewisse Zeit eher einseitig sind. Das ist, glaube ich, in so einer Situation auch zu vermeiden. Und trotzdem war es für mich von vornherein klar, du denkst nicht nur selbst an dich. Deine Gedanken kreisen jetzt nicht nur um dich. Es gibt andere Menschen und alle Menschen auf der Welt haben das Recht, Probleme zu haben und diese auch als Probleme zu empfinden. Und ja, genau. Das ist aber auch sehr rührend. Also, da hast du echt tolle Freunde an deiner Seite. Auch, dass sie sich so rührend um deine Eltern auch gekümmert haben, während die halt keinen Kopf mehr für anderes hatten. Also, Respekt, solche Freunde wünscht sich, glaube ich, jeder. Solche Freunde braucht man auch im Leben, um eben auch schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. Was würdest du denn sagen, würdest du dir noch von der Gesellschaft wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir diese Kategorie normal überwinden oder erstmal uns bewusst werden, dass wir Menschen einteilen in normal und andersartig, dass wir uns auch bewusst werden, dass ja eigentlich es gar kein Normal gibt, weil wir einzigartige Individuen alle sind und dass wir Menschen in Kategorien einteilen, ist okay. Wir sollten es halt nicht bewerten. Also, dass mit Behinderung schlechter ist als ohne Behinderung. Ich finde es super wichtig, dass wir alle reflektieren, was haben wir für Vorteile, was haben wir für Stereotype. Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass einfach Diskriminierung und blöde Strukturen sind einfach strukturell. Also, dass jetzt ich als weiße Frau rassistisch denke, manchmal ist klar, ich bin so sozialisiert worden. Aber das enthebt mich ja nicht meiner Verantwortung, mir dessen bewusst zu werden und versuchen, es loszuwerden. Und genau das, finde ich, sollten wir mit sehr, sehr vielen Formen von Benachteiligung machen, dass wir auch sehen, okay, nee, da bin ich privilegiert. Ja, ich bin in sehr vielen benachteiligt, aber da und da bin ich privilegiert.
Und dass wir dann eben auch gucken, was machen wir jetzt mit der Macht, die wir da haben. Ich würde mir wünschen, dass wir generell ein bisschen, also ich finde, dieser eine Prozess ist, also dieser Prozess, sich selber bewusst zu machen, wo diskriminiere ich selber andere, wo, wie denke ich über andere Menschen, die ich jetzt als nicht normal einstufe, ist irgendwie so eine Voraussetzung dafür, dass wir offen dafür sind, dass eigentlich alle Menschen wirklich teilhaben sollen am öffentlichen Leben. Also das, ja, ich bin irgendwie so eine Inklusionsbefürworterin, nicht halbherzig, aber bin richtig durchgesetzt, glaube ich schon. Und letzter Punkt, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass dieser erste Artikel im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir im Kopf behalten, dass das auch impliziert, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und heute ist es so, dass in Krankenhäusern jeden Tag die Menschenwürde verletzt wird und in vielen anderen Orten auch. Und dass wir da einfach sensibel sind und dass wir nicht annehmen, nur weil wir das im Grundgesetz stehen haben, ist das auch faktisch so. Und dass wir auch einfach den Finger in die Wunde legen, wenn irgendwo was nicht gut ist. Ja. Und dass wir bereit sind, Dinge auch zu verändern, auch wenn sie schon immer so waren, was ja nicht heißt, dass sie gut sind. Das war jetzt nicht so ganz logisch formuliert, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir bereit sind, dieses, die Würde jedes Menschen ist unantastbar und Teilhabe von allen Menschen am öffentlichen Leben, dass wir da mutiger sind und Schritte und mutigere Schritte dahingehend entwickeln. Was nur möglich ist, wenn wir die Realität nicht irgendwie verschönern oder irgendwie mit einer komischen Brille uns ansehen, sondern einfach so, wie sie ist. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das waren auch sehr, sehr schöne Worte zum Schluss, denn unsere Zeit neigt sich leider dem Ende zu. Das war jetzt ein schöner Abschluss. Da kann man sich nochmal Gedanken machen, in sich gehen, drüber nachdenken. Und dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du uns so viel erzählt hast über dich. Und ja, ich hoffe, man hört sich mal wieder und mach's gut. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Einfach eine gute Zeit zu haben und dass es dir bald sehr gut geht und du nicht mehr eine ganz so stressige Woche vor dir hast. Danke dir. Ja, es hat voll Spaß gemacht und ja, wir bleiben in Kontakt und ja, danke für die Plattform. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Falls ihr unsere anderen Videos noch nicht kennt, schaut doch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal Der Pflegewegweiser vorbei. Dort findet ihr weitere spannende Videos. Oder tretet unserer Facebook-Gruppe Betreuung, Pflege und Gesundheit für pflegende Angehörige bei. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende.